Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Game und zwar Spin Tires bzw. Mud Runner, ein Spin Tires Game. Genau, das Ganze ist ein produktplatziertes Video. Es ist gesponsert von Home Interactive, ne? Wisst ihr Bescheid? Von denen kommt ja auch das Spiel. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass ich euch da vorab was zeigen kann. Die haben mir eine Pressekit zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich kann euch bis zum Release eigentlich schon alles zeigen, was ich möchte. In jeglicher Art und Weise. Zwei Videos davon bekomme ich eine kleine Entlohnung. So ist der Deal. Ich habe mich riesig gefreut, weil erstens, ich wollte das Spiel sowieso zocken. Logischerweise, ich darf es euch noch Pre-Release vorstellen mit einem Pressekey. Und ich habe jetzt mir jetzt hier noch was organisiert, und zwar ein Safe Game. Dafür auch lieben Dank an die Firma, quasi von der das kommt, dieses produktplatzierte Video. Die haben noch einen Safe Game zur Verfügung gestellt, wo alles freigeschaltet ist. Das heißt, ich kann euch alles zeigen. Ach, ist das schön. So, aber wir werden nicht lang schnacken, Koppeln nacken, denn wir haben hier, beziehungsweise wir könnten das Tutorial machen. Jeder von euch kennt aber Spin Tires. An der Steuerung hat sich grundlegend nichts geändert. Ne? Das muss man ganz klar mal dazu sagen. So, aber was wir haben, sind Challenges. Und zwar haben wir hier insgesamt 9 Challenges. Und die können wir quasi alle machen. Ich würde einfach sagen, wir fangen mal mit der ersten Challenge an. Und zwar das Monstrum. Abgeschlossen, Abschlusszeit 0 Minuten, Spiel erneut, bla bla bla. Koppel einen Anhänger an und fahre den Sattelzug dann in eine kleine Stadt. Sollte nicht so schwer sein. Bonusziele: beschädige weder dein Fahrzeug noch ein anderes. Fahre nicht auf der Gegenfahrbahn. Verwende beim Fahren mit Anhänger den Fahrerhaus-Kameramodus. Okay, das wären die Bonusziele. Interessant. So, und das werden wir auf jeden Fall mal machen. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Unten ist ein Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das Game vorbestellen wollt, beziehungsweise kaufen wollt oder sonstiges, dann klickt den Link an. Unterstützt mich bitte ein bisschen damit. Denn auch wenn ihr es euch schon vorbestellt habt, dann storniert es halt wieder. Tut es über den Link nochmal vorbestellen. Weiter zieht einfach der Entwickler auch, hey, cool, es kommen so viele Leute über den Manus und so weiter, als er das vorgestellt hat. Und es wäre vielleicht eine längere Partnerschaft für mich möglich. Und damit könnt ihr mir einfach kostenlos helfen. Und das wäre einfach super nett. In dem weiteren, wenn euch das gefällt, wenn ihr sehen wollt, Mud Runner auch länger sehen wollt, dann definitiv einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich auch riesig freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Das auf jeden Fall erstmal dazu. So, willkommen Challenge, Premiere, Koppeln, Anhänger, ja. So, das ist unser wunderschönes Fahrzeug, ne? Mud Runner ist ja so ein bisschen wie Spin Tires, beziehungsweise es ist ja von den Spin Tires Machern. Und ich freue mich riesig, dass da weitergemacht wurde. Denn ich feiere das Spiel wirklich mega. Ihr wisst ja selber, wir haben unzählige Videos zu Spin Tires gemacht und das wird jetzt nicht anders werden. So, wir haben hier einen Drag, CSL65115. Hier wurde auch diese Physik und so weiter, das wurde alles nochmal überarbeitet. Die Grafik wurde ein bisschen überarbeitet, Kamera und so weiter. Es gibt neue Fahrzeuge, neue Maps und blablablub. So, wir müssen zur Werkstatt. Okay, okay, na, dann machen wir das doch. So, ab geht die Luzi. So, wir haben hier unten unsere Gänge, ne? Da können wir einmal die 1 schalten, die 1 Plus schalten und wir können die Automatik machen. Und schaut mal, alleine wenn ich jetzt hier die 1 Plus reinmache, ne? Allein das hier, das ist dieses, ne? Wenn der Gang eingelegt, ich liebe es. So, wir haben natürlich wieder einen fortgeschrittenen Motors, wir können Motor abstellen, wir können Drag wechseln und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich hier auch wieder eine Seilwinde, ne? Mal gucken, ob wir die brauchen. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Automatik drin, machen die Handbremse raus und donnern mit unserem Drag los. Der hat nämlich mal ganz, ganz geschmeidige 9 Gänge. So, wir fahren natürlich auf der rechten Seite und wir sollen die Innenkameraperspektive benutzen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, wo die ist. Moment, Steuerung, das weiß ich gerade nicht. Kamera vorne an den Kupplung. Hä? Die 2. Warte mal. In dem fortgeschrittenen Modus ist sie nicht. Ah, okay. So. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Hier müssen wir rein. Boah, aber ganz ehrlich, Leute, ich fahre lieber außen. Außen ist einfach ein Highlight, ne? Und jetzt sehen wir erstmal, worum es in Mud Runner überhaupt geht, beziehungsweise warum das Spiel natürlich so heißt, wie es heißt.
und so ist, wie es ist, denn hier geht es darum, durch den Matsch, durch den Schlamm. Das ist das, was wichtig ist. Das ist das, was Spaß macht. Das Ganze hat auch wieder Multiplayer. Das kann ich euch jetzt schon vorab verraten. Und das Schöne ist, ich muss mal schauen. Ich werde das Ganze auch im Multiplayer wieder zocken. Hab da schon ein, zwei Leute gefragt. Ein, zwei Leute auch safe. Mal gucken, ob noch jemand dazukommt. Ich habe da noch so einen Wunschmitspieler. Da würde ich mich riesig freuen, wenn der noch mitmachen würde. Aber da will ich erstmal noch nichts weiter verraten. Denn, meine lieben Freunde, das ist noch nicht safe. Deswegen, so. Okay, Moment. So, jetzt brauchen wir den Rückwärtsgang. Ah, auch schon alleine wieder hier der Auspuff, ne? So, okay. Kamerasteuerung hat sich nicht allzu viel geändert, ist aber meines Erachtens ein bisschen händlicher geworden. So, einmal ankuppeln. So, okay. Guck mal, man sieht sogar den Benzin hier drin schwabbern. Im fortgeschrittenen Modus, seht ihr das? Sieht man den Benzin im Tank schwabbern? Wie geil ist das denn? So, okay. Und jetzt soll man natürlich... wo soll man hin? Ach, da in die Stadt. Okay. So. Das wird natürlich interessant mit dem Anhänger. Okay, das Problem ist, wir haben kein Allrad und keine Differentialsperre, dadurch, dass der nur Heckantrieb hat. Wird interessant werden auf jeden Fall, aber wir schauen mal. Wir könnten ja hier mal durch dieses geschmeidige Wasserloch fahren, aber ich denke, das kriegt man auch so hin. Boah, Leute, ey, ich freue mich echt. Ich freue mich echt, dass ich das hier zeigen darf und spielen darf, ey, ohne Mist. Ich weiß gar nicht, wer es noch bekommen hat, ob es noch jemand... Ja, ich glaube, es hat noch... Ich weiß nicht genau, ob es noch jemand bekommen hat. Aber, sei es drum, 14 Tage vor Release ist schon echt eine Hausnummer. Das ist schon... Hätte ich nicht gedacht. Aber dafür einfach mal ein dickes Dankeschön. So, komm, zieh, Junge! Warte mal, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt links rum. So, und jetzt schalt nochmal schön nach oben. Gänge einmal durchballern. Okay, super. 5 Liter die Minute, das ist aber nicht viel. Geht's hier schon in die Stadt? Ich fahre natürlich komplett falsch. Auf der anderen, in die andere Richtung geht's in die Stadt. Ich könnte aber auch vielleicht, warte mal. Da geht's nicht durch. Ich muss umdrehen. Gerade hast gesehen. Ich habe jetzt echt gedacht, ich muss hier lang. So, wir müssen natürlich aufpassen. Kein Schaden. Kraftstoff. Schaden 0 von 600. Das ist schon mal gut. Das heißt, für uns... Bis jetzt... Das heißt, für uns bis jetzt kriegen wir auf jeden Fall diesen Bonus noch. Wenn wir den Schaden so beibehalten können. Okay, wir sind gerade am 6. Gang, ja. Ich hoffe, das Game ist auch nicht zu laut. Okay, wir sind hier schon da. Rein. Okay. Ich würde nur mal interessieren. Oder? Kommen wir hier durch? Ja, da kommen wir durch. Auf jeden Fall. So, dann machen wir uns einfach mal hier die Wegpunkte, oder? Ist doch das Einfachste. Ich habe schon überlegt, ob ich es mit Lenkrad spiele. Bin mir nicht sicher. Es ist steuerungstechnisch nicht allzu schwer, das einzustellen.
Und deswegen habe ich mir überlegt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht Bock drauf habt, dass ihr mit Lenkrad zockt. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und nein. Echt? Haben wir jetzt echt nur den Schaden geholt? Hier geht's nicht durch. Lul. Ja. Schade, dass die KMH-Zahl nicht da steht. Hier geht's auch nicht durch. Die würden mich doch abrollen, oder? Echt hier rumfahren? Aber guck mal, wie diese ganze Federung, das ganze, die Achsen, die ganze Physik und so weiter, wie das alles arbeitet, ey, das ist schon der Hammer, ne? Ist schon sehr geil, muss man sagen. So, die 2 ist die Anhängerkamera. Ah, okay, da kommt man doch hinter. Wow. Kommt man doch hinter auf dem Anhänger, genau, so war das ja. So, dann heben wir mal ganz kurz hier rum mit dem Teil. Und hier müssen wir durch, glaube ich. Oder? Ich hoffe, wir sind jetzt nicht falsch. Ich glaube nicht. Ne, wir müssen hier rum. So. Oh Mann, ey. So ein geiles Game. Das ist wirklich der Hit. Und wie gesagt, ihr könnt mich eben unterstützen, wenn ihr euch das über den Link unten in der Videobeschreibung vorbestellt. Wenn ihr das haben wollt, natürlich nur. Ne? Also wenn ihr Bock auf das Game habt, wenn ihr sagt, ihr holt es euch, dann ja, könnt ihr das über den Link tun. Wäre mir auf jeden Fall etwas geholfen. So. Okay, hier ist schon unser Ziel. Hier sollen wir den ganzen Anhängerquark abstellen. Mal gucken, ob wir noch hinkommen oder kurz vorher festhängen. Okay, very nice. Rückwärts einparken. Siehst du das richtig? Rückwärts oder vorwärts? Rückwärts. Okay. So, dann schauen wir mal, dass wir das Ding hier einmal rumkriegen. Scheiße. Zack, haben wir erstmal das Bäumchen umgefahren. Das ist halt auch das Geile, ne? So, jetzt müssen wir erstmal hier rum und müssen erstmal den Zug gerade kriegen. Wir dürfen auch. Das Problem ist, umso mehr wir jetzt hier in der Straße rumwühlen, umso beschissener wird die natürlich. Wenn wir den ganzen Matsch auffahren. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt hier in der Spur bin. Okay. So gut zu werden. Wir müssen noch weiter rüber. Lenkt aber auch langsam. Oh, falsche Richtung. Sehr gut. Und zack, die Bohne. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht so genau machen, wie wir es hier gerade machen. Hey, sehr gut. Okay, Okay. Fahrer vom Anhänger. Achso, ja, okay. Geil, oder? Ich find's einfach nur das Shit. Ja, sehr geil, oder? Wir haben 30 Liter Kraftstoffverbrauch, 1,8 Kilometer zurückgelegt. Oh, die Musik ist ein bisschen laut, oder? Und 11 Minuten. Super, du hast die Challenge abgeschlossen. Ich bin mal blöd. Okay, super.
Leute, vielen Dank. Das war der erste Part. Ich hoffe, ihr wollt noch mehr Challenges sehen. Ich hoffe, ihr habt noch Bock drauf. Mir wäre es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir das Ganze hier ein bisschen geil rüberbringen und umsetzen können. Boah, ist das laut. Es ist immer dieses eine Lied dann und dann geht die Lautstärke wieder runter. So, zack, jetzt. Ja, lasst das Däumchen da. Vielen Dank nochmal. Und ich bin erstmal raus. Euer Manus. Tschüss.